Herzlich willkommen hier am Set von Kalte Füße. Dennis ist ein Kleinkrimineller, der sich von den falschen Leuten Geld geliehen hat. Und er muss dann in ein Haus einbrechen und was klauen und trifft dann leider auf den Hausbesitzer, der allerdings nichts machen kann, weil der gelähmt ist. Der hat einen Schlaganfall. Vorschlag. Ich helfe dir in deinem Porsche, dann hilfst du mir mit den Zahlen, okay? Dann kommt noch seine Enkeltochter dazu, die den Krankenpfleger einweisen soll und verwechselt Dennis mit dem Krankenpfleger. Ja, also ich bin froh, dass Sie da sind als Pflege... Pflegekraft. Und so drehen diese drei Figuren plus Hund sich umeinander und das Ganze ist voller Missverständnisse und komischer Zufälle. Charlotte Palmberg, die Enkelin. Und Sie sind? Degenhardt. Degenhardt. Degenhardt Hardt. Das sind ja zwei sehr begabte junge Leute, die auch so ein bisschen gehypt werden im Moment. Zu Recht, völlig zu Recht. Mio hat ja so eine noch ungeschliffene Art, die besonders ist und die für die Figur auch ziemlich cool ist. Ihm stehen alle Türen offen. Abgesehen davon ist er ein sehr netter Kerl. Geht ziemlich aus. Bitte? Mach dich mal locker, Jackie Chan. Für Charlotte habe ich von Anfang an eigentlich Sonja Gerhardt haben wollen. Und die mochte das Projekt sehr. Deswegen waren wir da dann auch top besetzt. Heiner Lauterbach fasziniert mich extrem, welche Präsenz der vor der Kamera hat. Hey, wer hat den Text? Wolfgang ist ein ganz, ganz toller Regisseur. Er hat mir nur eine Aufgabe gegeben, das hat gehen wie ein Polizist. Und der Polizist ist der Cowboy der Straße, wie ich gern sage. Ja. Die Arbeit macht echt sehr viel Spaß und ist konzentriert und ist echt schön. Wir drehen heute die Szenen, in denen Charlotte mir zeigt, wie man Ski fährt. Ich kann Skifahren und Sonja kann nicht Skifahren. Und im Film kann er nicht Skifahren und ich kann Skifahren. Also es war eigentlich komplett andersrum. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ja, okay. Kaum gucken die sich an, fangen die dann an zu lachen. Oh Mann, ich kann ja nicht. Ich kann eigentlich nur sagen, dass wir die ganze Zeit Spaß haben. Ich glaube, das ist eine brisante, warmherzige, emotionale Komödie mit einem tollen Cast, mit super Sets. Viele Lacher. Schöner Film. Es ist eine wirklich sehr lustige Komödie mit Tiefgang. Scheiße, tschüss. Degenhardt? Degenhardt, was für ein scheiß Name. Ja!